Die Frauen aus Vanuatu begrüßen uns mit der traditionellen Wassermusik, die Mütter an ihre Töchter weitergeben. Sie ist ein Zeichen ihrer Gemeinschaft und Lebensfreude. So wollen auch wir einander begrüßen mit dem ersten Lied: Seid willkommen. Willkommen zum Weltgebetstag 2021, der von Christinnen der Republik Vanuatu vorbereitet wurde. Wir heißen euch und unsere Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt willkommen im Namen des Vaters, des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Vanuatus Kultur, die Sprachen, traditionelle Werte und Spiritualität haben ihre Wurzeln in der melanesischen Bevölkerung. Auch Minderheiten polynesischer Abstammung haben ihren Teil dazu beigetragen. Die schwarzen und weißen Sandstrände, die Korallenriffe mit bunten Fischen, die schönen Vögel, die Früchte und Nüsse im Wald zeigen uns die unberührte Natur der Inseln. Oft werden sie jedoch von tropischen Stürmen, Erdbeben, Tsunamis und aktiven Vulkanen bedroht. Jede Insel und jedes Dorf hatte früher ein eigenes Oberhaupt und eine Regierungsform, eigene Götter und eine eigene Sprache. Die Häuser waren aus Baumstämmen erbaut, die mit Steinäxten gefällt wurden und mit Palmblättern bedeckt. Frauen und Männer trafen sich im Farrera, dem Dorfversammlungshaus, um wichtige Themen zu besprechen. Vanuatu ist ein kleines Land im Südpazifik. Nach der Unabhängigkeit von der französisch-britischen Kolonialherrschaft wurde die Republik 1980 gegründet. Heute schwenkt Vanuatu stolz seine Flagge und zeigt das Wappen, auf dem jeder lesen kann: God we stand. Das heißt in etwa: Mit Gott bestehen wir. Amen.
Hören wir den ersten Vers von Psalm 127. Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich die daran bauen. Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeblich die sie behüten. Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihnen gehören. Amen. Wir sind dankbar für die großartigen Dinge, die Gott getan hat. Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. Von Anfang an bist du in der Geschichte deines Volkes gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir preisen dich. Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit den Schwestern und Brüdern, die rund um die Erde zum Weltgebetstag versammelt sind. Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem Leben und unseren Völkern. Du gibst Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, damit wir für all die schönen Inseln und Länder Sorge tragen können. Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere Umwelt, für den strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser der Vanuatu-Inseln. Danke für die lieblichen Melodien der Vögel, für die Stimmen der Landtiere und die Geheimnisse der Fische im Meer und in den Flüssen. Danke für die Wasserfälle, die sich wie Regen ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll verkünden. Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen und rufen. Danke für die Gebete und Lieder der Alten und der Jungen. Sie bezeugen die Freude über deine Liebe. Wir bekennen unsere Schuld, denn Gott ist treu und gerecht und schenkt uns Vergebung. Vater und Mutter im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir bauen auf deine Gnade und bekennen unsere Sünden. Wir bekennen, dass wir dein Wort gehört, aber nicht danach gehandelt haben. Oft tun wir Dinge, die wir nicht tun sollten, und unterlassen, was notwendig wäre. In unseren Familien und in unseren Völkern stehen wir vor Widrigkeiten und Herausforderungen. Wir meinen, dass wir auf den Worten Jesu Christi aufbauen, doch tatsächlich haben wir auf Sand gebaut. Wir wollen uns von dir verändern lassen. Mache uns heil, damit wir tun, was gerecht und richtig ist. Gott der ganzen Schöpfung, wir haben die Umwelt verschmutzt und bedrohen die Grundlage unseres gesamten Lebens. Wir füllen das Meer an mit Müll. Den Meerestieren und Pflanzen fügen wir Schaden zu und zerstören ihren Lebensraum. Wir bekennen und bereuen es. Wir wissen, dass wir es ändern können. Wir verpflichten uns, deinen Auftrag zu erfüllen, die Schöpfung zu hüten und zu bewahren. Gott, erhöre unser Gebet. Thank you.
Gott will unter uns wohnen. Bei Jesaja lesen wir: Was ist das für ein Haus, das ihr bauen könntet? Und was für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? Wir kommen in Demut zu dir und beten, dass du uns deinen Geist der Weisheit und der Erkenntnis schenkst. Lehre uns, die Wahrheit zu erkennen. Leite uns, führe uns zu einem Leben, das dir verspricht und dir Freude bereitet. In aller Demut wollen wir dir ein Haus sein, in dem du wohnen kannst. Verwandle unser Leben und unsere Völker durch die Kraft deines Wortes. Führe uns zu einer Gemeinschaft zusammen, die in Gerechtigkeit und Frieden lebt. Barmherziger Gott, nimm unser Versprechen an. Ich spreche für Reto. Sie erzählt: Ich bin das zweite Kind einer achtköpfigen Familie. Ich verließ die Schule am Ende der 6. Klasse, weil es für meine weitere Ausbildung kein Geld mehr gab. Meine Familie konnte nur meinen älteren Bruder zur Schule schicken, nicht aber mich. Ich bin eben die Zweitgeborene und ein Mädchen. Eines Tages hörte ich von einem Nähkurs für Mädchen vor Ort. Ich bewarb mich und wurde angenommen. Aber mein Vater konnte das Kursgeld nicht bezahlen. Ich war total entmutigt. Ich hatte kein eigenes Geld. Ich wollte unbedingt weiterlernen, aber im offiziellen Schulsystem war das nicht möglich. Ich bin zur Kirche gegangen, um meinen Durst nach Bildung zu stillen, und schloss mich der Jugendgruppe an, nahm an Bibelstunden teil und engagierte mich später in der Frauenarbeit. Meine Hartnäckigkeit und mein Glaube an Gott haben mich Wege finden lassen, mich selber weiterzubilden. Und ich habe auch etwas gelernt, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen und für meine Familie sorgen kann. Mit meinem neu erworbenen Können verkaufe ich jetzt Handarbeiten auf dem Mama-Markt, zusammen mit anderen Frauen, die wie ich wenig Zugang zu Bildung hatten. Ich kümmere mich um meine Familie, mit der mich Gott gesegnet hat. Mein Mann und ich haben 3 Kinder. Ich preise Gott für allen Segen, den ich im Leben erfahren habe. Ich danke Gott. Er ist die Quelle meiner Kraft. Er hat mir geholfen, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Gott hat mich stark und klug gemacht. Auf dem Land haben viele Kinder weite Schulwege. Einige müssen deshalb schon in sehr jungen Jahren die Familie verlassen und im Internat leben. Es gibt keine allgemeine Schulpflicht. Unterrichtet wird entweder auf Französisch oder auf Englisch. In ländlichen Gebieten sprechen die Menschen ihre eigenen Sprachen. In der Stadt benutzt man die Sprache Bislama, um sich zu verständigen. Der gleichberechtigte Zugang zur Schule für Jungen und Mädchen ist noch nicht erreicht. Ich spreche
Moti. Sie erzählt: Mein kleiner Bruder und ich sind bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Als meine Mutter wieder heiratete, ließ sie uns bei unseren Großeltern. Dann heiratete mein Vater wieder und nahm uns mit in seine neue Familie. Als aber unsere Stiefmutter eigene Kinder bekam, änderte sich ihre Einstellung zu uns völlig. Nun gab es noch mehr Kinder, die essen wollten, und der Platz im Haus reichte nicht für alle. Deshalb musste ich ausziehen und mein Essen auf der Straße suchen. Ich musste sogar außerhalb des Hauses in einer Hütte schlafen. Einen alten Kobrasack benutzte ich als Decke, um mich vor Kälte zu schützen. Irgendwann traf ich Menschen, die an Gott glaubten und mir sagten, dass er mich liebt. Ich entschied mich zu vertrauen. Ich vertraute darauf, dass Gott sich um mich kümmern würde, auch wenn ich in meiner Familie kein Zuhause mehr hatte. Dieses Vertrauen wuchs in mir und wurde zum Fundament meines Lebens. Ich bin stark in meinem christlichen Glauben und teile meine Geschichte mit anderen. Wir dürfen auf Gott und seine Fürsorge vertrauen. Er ist treu. Heute bete ich für Kinder, die wie ich auf sich gestellt sind. Denkt daran, Gott hat sie lieb. In jedem Land der Welt sollen sie ein Zuhause haben. Das geschätzte Bevölkerungswachstum in Vanuatu ist eines der höchsten im pazifischen Raum. Mangelernährung ist ein Problem auf dem Land und in der Stadt. Die Familien bauen in ihren Gärten traditionell Obst und Gemüse an, aber die Lebensmittelindustrie bedient mit Milchpulver und Fertiggerichten immer mehr Menschen, auch Säuglinge und Kinder. 75% der Bevölkerung leben auf dem Land mit geringen Beschäftigungsmöglichkeiten. Deshalb wandern junge Menschen in Gebiete mit besseren wirtschaftlichen Bedingungen ab. Sie haben aber nur eine minimale Schulbildung und nicht die nötigen Kenntnisse, um in der Stadt eine Stelle zu finden. Die hohe Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen schafft eine Generation, die für sich keine Zukunft sieht. Das ist ein großer Verlust für das Land. Politische Maßnahmen und Entwicklungsprogramme für die ländlichen Gebiete sind notwendig, damit junge Menschen in ihrer Dorfgemeinschaft bleiben, dort ausgebildet werden und Arbeit finden können. Auf das Wort Gottes. Es steht in der Gottesdienstordnung auf Seite 13 in der Bibel im Kapitel 7 des Matthäusevangeliums. Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einen vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten und Regen fällt herab.
Es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus und es stürzt nicht ein. Denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus. Da stürzt es in einen gewaltigen Zusammenbruch ein. Die zwei Schlüsselworte im Text sind hören und tun. Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament, wie der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend. Stehen wir auf und gründen wir unser Zuhause, unsere Nationen und die Welt auf diese Worte Jesu. Tut anderen das, was ihr selbst wollt, dass man euch tut. Das ist unser Fundament und sicherer Gott, sicherer Grund. Wenn Gott dann noch seinen Segen auf unser Haus legt wie ein Dach, dann sind wir gut gewappnet für die kommenden Stürme des Lebens. Der Weltgebetstag ist die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung. Jedes Jahr lassen wir uns begeistern von den Stärken der beteiligten Frauen, nehmen Anteil an ihren Sorgen
und finden Ermutigung im Glauben. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir Zeichen der Liebe, des Friedens und der Versöhnung. Eines dieser Zeichen ist unsere Kollekte, mit der wir weltweit über 100 Projekte unterstützen, die Frauen und Kinder stärken. Auf der Homepage von Hausen oder Neiperg können Sie mehr über diese Projekte erfahren. Außerdem befindet sich ein Plakat an den Fenstern unserer Gemeindehäuser. In diesem Sinne bringen wir unsere Spenden. Sie haben zur Gottesdienstordnung auch unsere Spendentütchen erhalten. Es liegen noch weitere in unseren Kirchen in Neiperg und Hausen aus. Diese können Sie gern verwenden, um sie zweckgebunden in die Opferbüchsen der offenen Kirche zu legen. Als Zeichen der Vielfalt möchten wir Ihnen auch diese Samentütchen mitgeben. Die Blumenmischung kann uns den ganzen Sommer über an unsere Solidarität mit den Frauen aus Vanuatu erinnern und ist gleichzeitig ein Paradies für Bienen und andere Insekten. Es geht weiter mit Gebet für Vanuatu und der Welt in der Gottesdienstordnung Seite 18. Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt. Gott, du bist Anfang und Ende und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich. Hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen.
Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können, wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Wir hören das Vaterunser auf Bislama und sprechen im Anschluss unser Vaterunser. Papa Blong Mifela, Juyus Dablong Heaven, Nemblong Yui Tabu. Mifela Ivantem vi Olgetaman, Oli Onalong Yu. Mo vi Yuyu Kam King Blong Olgetaman. Mo vi Olgetaman Long Vol. Oli Mekem Ol Something vi Yuyu Vantem. Olsem vi All get along heaven, all is that make him. Please you give him kakai long mifela. Enough long teddy. You forgive him mifela from all sin long mifela. Also we mifela is that forgive him all man. We only make him in no god long mifela. You no let him all something. Oli kam treim mifela Thomas. Moju blokem, setani nukam spolim mifela. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es geht weiter mit Segen und Sendung auf Seite 20. Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes in uns und mit uns. Gott führe und leite dich. Gott erneuere dich und heile die Völker und Nationen. Gottes Wille geschehe in deinem Haus, so wie im Himmel. Amen. Denkt daran, wenn du hinausgehst, alle, die die Worte Jesu hören und sie tun, sind wie kluge Menschen und ihr Haus wird den Fluten standhalten. Geh und baue dein Haus auf Jesu Wort. Amen. Geht mit diesem Segen im wundervollen Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Königs. Er ist der Grund, auf dem wir stehen. Wir wollen Jesus folgen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.